Diese Sportzeitschrift nahelegen. Sport heißt sie und die Ausgabe Bundesliga Total mit allen Fakten zur ersten und zweiten Division. Wir kommen zum nächsten Spiel, das da lautet GAK gegen den LASK. Zuvor nehmen wir einen Mann unter die Lupe, der beim GAK für zweierlei Dinge sorgt. Für viele Tore und für viele Probleme. Sein Name, Herr Fred Sabitzer. Herr Fred Sabitzer ist mit bisher 8 Toren nicht nur der schusskräftigste Stürmer des GAK, sondern auch impulsiv, emotionell. Und das spüren nicht nur Österreichs Schiedsrichter, sondern auch der Trainer. Und wenn die beiden dann auch noch ihr Leben abseits vom Fußball auf relativ engem Raum teilen, kommt es schon manchmal zu Spannungen. Wir haben überhaupt keine Probleme miteinander, aber ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass der Sabitzer einen eigenen Trainer braucht. Und ich werde den Präsidenten sprechen und werde versuchen, dass er im Sommer einen Trainer engagiert, einen zusätzlichen, denn der Herr Fritz Sabitzer sollte eigentlich rund um die Uhr betreut werden. Der 27-jährige Stürmer, nach 4 gelben Karten in der ersten Runde gesperrt, kann beim Spaziergang mit Dr. Jacqueline über dieses Angebot nachdenken. Und da gäbe es ja einige Möglichkeiten. Wie wäre es mit Otto Rehhagel? Ja, der ist auch sehr gut, aber leider, desto weiter, dass er in den Süden gekommen ist, hat auch keinen Erfolg mehr gehabt. Dann vielleicht aus dem Süden Giovanni Trapattoni. Nein, sicher ein super Trainer, aber der wird mich leider nicht verstehen. Oder Spielerlegende Johann Cruyff. Natürlich, der war sicher ein Wahnsinn, weil der hat super Erfolge gehabt. Aber der, wenn sich der mit mir aufregt, dann kriegt er es mein Herz wieder zu tun. Also doch, Gustl Starek. Nein, der ist super, der kennt sich beim Kicken aus, hat einen Schmäh und die werden sicher auch aushalten. Und so dürfte sich auch der Trainer wieder nach seinem Goalgetter sehnen. Und Gustl Starek dürfte doch der richtige Trainer für den Herrn Fritz Sabitzer sein. Naja, wenn man sich die Bilanz des GAK im Herbst hernimmt, so kann man eines sagen, im Europacup top, in der Meisterschaft flop. Den großartigen Spielen im UEFA Cup, allen voran die zwei tollen Partien gegen Inter Mailand, steht der doch eher enttäuschende 7. Rang in der Tabelle gegenüber. Anders der LASK, der orientiert sich eher Richtung oben. Das zeigte sich schon in der Wahl des Trainingslagers. So wie die Spitzenclubs Rapid und Salzburg hat man sich nämlich für Dubai entschieden. Hat ja auch schon Thomas Musterheuer einiges Glück gebracht. Gerald Saubach mit dem Spiel GAK gegen den LASK und jenem Mann, der heute für das Problemkind Herr Fritz Sabitzer eingesprungen ist, Wolfgang Eder, sein Bundesliga-Debüt beim GAK. Ja, ein 20-jähriger Sportstudent, der von Gustl Starek beim Satellitenclub, dem ESK Graz, einem steirischen Landesliga-Club, entdeckt wurde und heute zu seinem Debüt kommt. Und der GAK aufgrund der vielen Ausfälle mit einer gänzlich neu formierten Abwehr, das heißt, man beginnt gleich sehr druckvoll, man will die Abwehr gar nicht wirklich prüfen lassen durch den LASK. Der LASK in seiner stärksten Formation. Hier Brünners, spielt heute auf der linken Seite in der Verteidigung. Pass auf Ramos und Foul. Gehalten von Dubajic und das ist die gelbe Karte in der 5. Minute für Schiedsrichter Brugger. Für Dubajic, dem Trainer Fred Rausch heute eine besonders offensive Rolle zugedacht hat. Ja, vorsichtiges Abtasten, was die Torszenen betrifft in der Anfangsphase, aber nicht unbedingt, was den Kampf Mann gegen Mann betrifft. Ja, und hier gleich die nächste Attacke, 15. Minute, Dubajic wieder beteiligt und das gibt wieder Gelb für Herrn Brugger. Da dreht er sich um und, oh, das ist doch Dubajic und während wir hier die Wiederholung dieses Fouls sehen, entscheidet sich der Schiedsrichter für die rote Karte und schickt Dubajic in der 15. Minute vom Platz. Das heißt, der LASK verliert einen Mann und muss jetzt 75 Minuten mit 10 Mann auskommen. Der GAK bestimmt jetzt natürlich das Spiel, ein Mann mehr, aber hier ein Fuß zu viel vor dem Tor. Stipe Brünners lenkt diesen Schuss von Damir Muschek noch über das Tor. Gut angetragen von Muschek, aber Brünners drüber. Ja, dazugehen an den Mann, zeigt Gustl Starek. Und der GAK hält sich daran. Man drückt die Linz eigentlich jetzt in den Strafraum. Schussversuch von Gerald Straffner, der heute als Sturmspitze aufgeboten ist. Und links und rechts von Ramusch und Wolfgang Eder im Angriff unterstützt wird. Erste Möglichkeit, erster Angriff des LASK. Schara, Pass zur Mitte auf Raufmann und
Der Führungstreffer wird nicht gegeben. Brandon Augustin kann es nicht verstehen, hat aber nicht nur deshalb jetzt eine rote Frisur bekommen. Schiedsrichter Brugger entscheidet nach Absprache mit dem Linienrichter auf Abseit. Und in der Wiederholung sieht man bei der Ballabgabe gleiche Höhe zwischen Raufmann und Böttcher. Und das wäre kein Abseit gewesen. Also ein Tor, das Friedel Rausch wohl noch nachtrauen wird. Weiter spielerisch nicht besonders hochstehend, aber klar überlegen. Der GAK möchte seine Serie in Kapfenberg 13 Spiele ungeschlagen verteidigen. Ein Schuss von Dmitrovic. Aber Schickelgruber ist auf dem Posten. Schickelgruber, der die klare Nummer 1 beim LASK geblieben ist, im Herbst, der alle Meisterschaftsspiele bestritten hat. Und auch heute wieder ein sicherer Rückhalt hier, besonders in dieser Szene, als er Gary Strafner den Ball vom Fuß nimmt. Ganz allein Strafner vor Schickelgruber. Bisschen Glück auch. Strafner hat mitten aufs Tor, mitten auf den Torhüter geschossen. Ja, Trainer Starek hätte früher wohl anders reagiert, impulsiver, wäre es auch ruhiger geworden, setzt sich hier einfach nieder. Weiterhin das Mittelfeld des GAK, druckvoller, auch immer wieder mit guten Passbällen und hier mit einem Kabinettstück Gary Strafner, aber bringt nichts ein und zur Pause steht es 0:0. Ja, man kann eigentlich nicht viel besser machen. Der GAK spielt, die Linzer verteidigen. Bislang hält die Abwehrkette. Und hier ein Zusammenstoß zwischen Brünners und Brandon Augustin. Schaut im ersten Moment sehr schlimm aus auf beiden Seiten. Und da machen sich zwei andere Schwarzafrikaner vielleicht schon Gedanken, ins Spiel zu kommen. Jack Sidibá bei den Linzern und hier Chidi Aluka bei den Grazern. Beide sitzen auf der Bank, aber der Einzige, der im Spiel bleibt, das ist Brandon Augustin. Er kann dann wieder mitmachen. Tschech hier mit einem Schussversuch und den hätte Kartalia fast noch mit dem Bein ins eigene Tor abgelenkt. Aber weiterhin läuft das Spiel eigentlich ausschließlich in Richtung Tor der Linzer. Tschech aufgespielt für Ramos. Gute Schussmöglichkeit. Aber Ramusch verzieht, ist heute ohne seinen kongenialen Partner Herfried Sabitzer auch nicht so druckvoll wie im Herbst hier im Alpenstadion in Kapfenberg. Dann wieder über links, Dmitrovic. Flanke nochmals zur Mitte, nochmals Strafner, aber hier Schickelgruber. Er beherrscht vor allem den kleinen Strafraum und ist der ruhende Bol in der Abwehr der Linzer. Ja, beste Stimmung bei den Funktionären, obwohl das Spiel die Fans nicht von den Sitzen reißt. Vor allem die GAK-Anhänger möchten endlich Tore sehen. Heute flanke Passball auf Strafner und das ist das Tor. 1:0 durch Gerald Strafner in der 69. Spielminute. Muschek passt hier ideal ins Loch, während Kartalia wieder zum Linienrichter blickt, schnappt sich Strafner den Ball. Rieset möchte hier noch attackieren, kommt zu spät und das ist die zu diesem Zeitpunkt sicherlich verdiente Führung für die Grazer. Gerald Strafner mit seinem zweiten Saisontreffer. Kurze Rücksprache zwischen Trainer Rausch und Co-Trainer Kensi und dann kommt ein Doppeltausch und es ist nicht Hannes Stromberger hier mit der Nummer 15 rechts, der ins Spiel kommt. Der spielt bereits in Linz, aber sein Trikot hat Cech Sidi Bar übergezogen. Der zweite neue Mann ist Rosiano und wenig später kommt dann auch noch Westerdaler ins Match. Also totale Offensive beim Lasko und das zahlt sich aus. In der 83. Minute erzielt wieder Rieset den Ausgleich 1:1 und Rieset erweist sich wieder mal als der torgefährlichste Mann. Beim LASK erzielt sein fünftes Saisontor, damit in letzter Minute noch Punkteteilung, glückliche Hand von Trainer Friedl Rausch und natürlich am Schluss nur Jubel bei den Linzer Fans. Also auch das zweite Städteduell Linz gegen Graz endet mit einer brüderlichen Punkteteilung. Der GAK und der LASK trennen sich mit 1:1.
Wir hören uns an die Stimmen nach dem Spiel. Da ging es natürlich auch um die umstrittene Abseitsentscheidung. Wir werden es vielleicht im Fernsehen besser sehen können und dahingehend dann aufgeklärt werden. Aber ich meine auch, so wie meine Spieler es gesagt haben, es war ein einwandfreies Tor. Aber ist okay, ist nicht gegeben worden und Schiedsrichter hat immer recht. Herr Burkhardt, Lask-Trainer Rausch sagt, Sie hätten ein korrektes Tor seiner Mannschaft in der ersten Hälfte nicht gegeben, den Kopfball von Raufmann. Wie haben Sie diese Situation miterlebt? Ja, es war im Mittelfeld ein Doppelpass, der dann noch rechts außen gegangen ist, wo noch keine Abseitsposition war. Dann kommt ein Spieler vom Lask rechts außen, der dann den Pass hineingab in die Mitte. Und mein Assistent, Herr Gruber Franz, hob die Fahne und entschied auf Abseits. Aus meiner Position, muss ich sagen, habe ich die Entscheidung nicht alleine sehen können und habe mich dann auf meinen Assistenten verlassen und das Tor aberkannt. Sie können sich die Situation jetzt noch einmal in der Zeitlupe ansehen und wir werden dann sehen, ob Sie bei Ihrer Entscheidung bleiben. Okay, ja. Ja, wie gesagt, da ist jetzt rechts außen die Flanke hinein in den 16er und wenn man dann die Situation stoppt, muss ich ganz ehrlich sagen, kann man es nicht sagen, ob es jetzt abseits war oder nicht. Das ist jetzt eine Tatsachenentscheidung von meinen Assistenten, wo ich die übernahm und ja, die Entscheidung dann gestanden ist, abseits und kein Tor. Ja, schwierig, manchmal kann auch das Fernsehen nicht den letzten Beweis erbringen. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf unsere Außenstelle in Kapfenberg. Und dort wartet, wenn alles gut geht, der Trainer des GAK auf mich, Gustl Starek. Herzlich willkommen. Grüß Gott, guten Abend. Ja, muss gleich auch Sie auch die Frage weitergeben. Wie haben Sie die Situation gesehen? Ich glaube, es war ganz schwer zu erkennen, ob es ein reguläres Tor war oder nicht. Es ist ganz schwierig, das zu beurteilen, denn das kann nur der Linienrichter sehen. Wir auf unserer Betreuerbank konnten das nicht so richtig beurteilen und der Linienrichter hat die Fahne gehoben und hiermit ist es für mich ein Abseits. Gustl Starek, der GAK zwar weiterhin in Kapfenberg ungeschlagen, aber ich glaube, zufrieden können Sie auf keinen Fall sein. 75 Minuten gegen einen numerisch unterlegenen Gegner, dann noch 1:0 in Führung und dennoch nicht als Sieger vom Platz gehen. Was ist da Ihre Bilanz daraus? Ja, das Resultat ist sicherlich nicht befriedigend, aber wenn man bedenkt das erste Spiel in der Meisterschaft, wenn man bedenkt den Druck, der auf uns lastet, auch diese Ausfälle, die ganz wichtigen Spieler Vukovic, Zisser und Sabitzer, kann ich eigentlich mit dem Spiel zufrieden sein. Die Mannschaft hat phasenweise sehr, sehr gut kombiniert, hat ein technisch gutes Spiel aufgezogen. Es ist leider im Fernsehen nicht so rübergekommen. Es waren noch etliche Chancen. Und wir sind eigentlich nur an der Chancenverwertung gescheitert. Aber unzufrieden bin ich nicht. Warum tun sich eigentlich 11 Spieler gegen 10 immer wieder so schwer? Wie erklären Sie sich das? Ja, der LASK hat sehr routinierte Spieler in ihren Reihen und wenn man sich hinten hineinstellt, dann hat es der Gegner ganz einfach schwer. Die Räume sind eng, auch die Platzverhältnisse waren heute sehr, sehr schwierig, ein technisches Spiel aufzuziehen. Und vielleicht im Hinterkopf bleibt der eine oder andere unserer Spieler stehen, denkt sich, wir sind um einen mehr, es läuft ein anderer, da kommt eins zum anderen und dann sieht man eben eine kleine Unachtsamkeit und man wird bestraft, aber man kann da eben nichts tun. Gustl Starek, ich sage Dankeschön für das lange Warten und wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Frühjahrssaison. Vielen Dank. Dankeschön, wiedersehen. Ja, ein Spiel fehlt uns noch und das ist natürlich das Spiel der Runde, das Spiel des Verfolgers von Rapid Casino Salzburg. Wir sind in Kürze wieder da.